bisschen traurig reagiert, logischerweise. Was ich durchaus verstehe. Das reicht erstmal. Kannst du gleich noch mal kochen? Und hier fehlt es dann an Feuerholz. Okay. Konserven haben wir. Es ist zu kalt hier drin. Ich weiß, aber ich kann es im Moment nicht ändern. Ich habe zwei Öfen. Also, ich weiß nicht, wie viele Öfen wir hier hinstellen müssten. Und die Leute dürfen einfach nicht mehr schlafen. Das reicht nicht. Okay, Bücher oder Holz? Ich würde sagen, wir stellen da nochmal drei her. Was bringt das schon? Hallo? Da wird nicht reklamiert, da wird einfach nur noch gemacht. Was ist denn das für eine Motivation? Was bringt das schon? Ich verstehe sie aber. Ich bin's wieder, wir müssen reden. Oje, oje, oje. Wer warst du nochmal? Du warst, glaube ich, derjenige, der Hilfsgüter hatte, den ich verraten hätte können und bei dem ich es nicht gemacht habe. Ist das richtig so, oder? Ich weiß, dass du da bist. Ja, selbstverständlich. Komm, lass uns reden. Ich bin es wieder. Letztes Mal ist alles recht gut verlaufen. Ich dachte mir also, dass du mir vielleicht noch einmal helfen würdest. Ich kenne eine reiche Familie, die vor dem Krieg Vorräte horten konnte. Sie weigert sich allerdings zu teilen. Vielleicht sollten wir ihr einen Besuch abstatten. Das kann nicht gut ausgehen. Aber du bist ja eh deprimiert. Oh, wir sollten ihnen eine Lektion erteilen? Gleich so? Okay. Ihr ist das moralisch egal. Niemand würde daran denken, diese Familie auszurauben, wenn sie ihre versteckten Vorräte geteilt hätte. Sie fordert es geradezu heraus. Also dir ist das offensichtlich recht. Hier scheint es auch zu funktionieren. Das heißt, eigentlich könnte ich dich jetzt schlafen lassen. Ich hoffe, du erfrierst nicht in der Nacht. Also jetzt im Tag natürlich. Und dann wieder in der Nacht auf Streifzug schicken. Jetzt haben wir niemanden, der natürlich das bewacht, aber... Was brauche ich eigentlich? Ich weiß nicht, wo ich Teile brauche. Oder eine Menge Teile. Etwas Waffen brauche ich ganz sicher nicht. Hier darf ich nicht her. Ich könnte es einfach mal beim Militärstützpunkt natürlich versuchen. Da waren wir noch nicht. So als Abschluss, falls ich sterben sollte. Nehmen wir den Dietrich wieder mit? Nee, den habe ich ja verbraucht. Okay. Nehmen wir ein Messer mit. Falls wir da auf irgendjemanden treffen, den wir angreifen müssten. Auch gleich so. Also der schaut mir erstmal plündern zu, reagiert aber nicht. Kein Wunder. Ist es ihm egal. Oh. Nein. Pass auf, hier ist Sperrgebiet. Ich hoffe, du hast ein paar gute Sachen zum Handeln. Okay, der würde handeln. Entschuldigung. Okay. Oh. Schauen wir mal rein. Der ist, glaube ich, durchgelaufen. Nein, das Tor ist geschützt. Mit dem redest du?
reagieren wir einfach mal so, wie sie es wollen. Genau, bleib fern. Könnte ich jetzt den von hinten abstechen dann? Die würden direkt die Waffen verkaufen. Wow. Okay. Ich will die abhauen, aber du stehst mir momentan an der... Leider. Geht er jetzt Waffen holen, oder? Das ist absoluter Unsinn, was ich jetzt mache. Dass ich hierher gehe und versuche hier was abzubauen, während die wissen, dass ich da bin. Ich würde ungern mit leeren Händen zurückgehen. Das war frech, wenn ich ihn jetzt von hinten umbringe. Oh! 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 Wie ein Ort verspielt. Jetzt muss die reiche Familie eigentlich mich retten. Er ist zurück, okay, das hat zumindest gereicht, zeitlich. Und pff, da dampft die Luft. Wir wurden ausgeplündert. Jemand ist in unseren Unterstumpf eingebrochen und hat unsere Sachen gestohlen. Was wurde denn gestohlen? 100... Dinge, die sie gestohlen haben. 4 Holz. Natürlich das Wichtigste. Hat sich ja richtig gelohnt. Ich habe 5 Wasser bekommen und 2 Fleisch und habe 4 Holz verloren. Ach, das ist nicht gut. Das war überhaupt kein sinnvoller Tausch. Was ist denn beschädigt? Verdammte Gangster, wenn sie nochmal kommen, sind sie tot. Okay. Wie soll ich überlegen, wenn Plünderer versuchen, mich zu töten und auszurauben? Als würdest du es anders machen. Kannst du bitte Medikamente holen? Ich glaube, ich habe das Gefühl, ich werde erfrieren. Bitte, Mädel. Das Mädel will nicht mehr. Dann geht mit mir doch hier oben reden, komm. Bleibt mir eigentlich nur übrig, die Leute noch zu motivieren, aber bei der Kälte, es gibt nichts Schlimmeres als Kälte. Man wird müde, die Kraft geht einem so richtig flöten. Das ist eine Gesprächseröffnung. Der Deprimierte optimiert die Deprimierte. Oder optimiert ist so ein brutales Wort, aber... Oh. Sehr schön. Du bist, glaube ich, wie wohnt. If you don't help. Come on, get a grip. Natürlich, ich würde es jetzt auch versuchen in einer anderen Sprache. Wir lassen sie noch ein bisschen miteinander sprechen. Er hat sie normalerweise nicht so eilig. Bruno, es tut mir leid, du hast recht. Mhm.
Kannst du denn jetzt wieder was machen? Irgendwie nicht. Dann muss ich mit dir an die Tür gehen. Ach, jetzt willst du doch wieder? Okay, dann hol mir bitte die Medikamente. Du gehst mir hier handeln und wir brauchen ganz dringend Holz. Ehrlich gesagt, es ist nichts Besonderes. Na, für mich ist es das Überleben. Und wir brauchen das hier. Wobei, Holz nehmen wir noch ein bisschen weniger. Nehmen wir lieber noch das ein bisschen mehr. Und ich würde dafür bieten, eigentlich ist es egal, was ich... Bandagen? Okay. Eine Bandage. Medikament? Ja, weil sie sind krank. Fleisch brauche ich auch. Die ganze Munition? Okay. Okay, drei Medikamente. Zucker? Scheinst du mehrere zu wollen? Waffenteile? Okay, ein Waffenteil noch. Wobei, weißt du was? Elektronikteile? So, jetzt habe ich Holz und Material. Was würdest du denn sonst noch verkaufen? Was haben wir denn hier? Reiner Alkohol? Nee. Schnaps? Nee. Versuchen wir es mal. Moment, Mädel, bevor du jetzt an den Dings gehst, schauen wir mal hier. Okay, du könntest jetzt das herstellen. Und das upgraden. Wir brauchen 30 von denen. Ach, das ist viel zu viel. 30. Dann würde ich sagen, wir stehen hier eher das hier, ja? Dann gehst du hungrig, krank, deprimiert, müde. Dann gehst du an die Werkbank. Und du gehst mir jetzt die Medikamente holen. Du stellst mir wieder Feuerholz her. Du gehst mir ins Bett. Das kommt jetzt nicht in Frage. Du bist hungrig, krank, deprimiert, müde. Du bist hungrig, krank, deprimiert, müde. Eigentlich seid ihr beide dasselbe. Ich muss unbedingt heizen. Komm, du musst es schaffen. Heiz noch. Thermostat müsste ich ja haben, aber das kann ich ja nicht machen. Hm. So, überall zwei Holz. Dann geh noch ein bisschen klimpern. Ich weiß zwar, dass es nichts mehr bringt. Tag ist eh gleich vorbei. Aber vielleicht kommst du deine Depression so im Griff. Ich denke mal, die Nachtmission werden wir nicht mehr erleben. Also nicht in dieser Episode. Ansonsten hoffe ich eigentlich schon, dass wir sie noch erleben. Aber der Tag ist gleich vorbei. Das heißt, ihn stecken wir jetzt ins Bett und sie lassen wir plündern.
Etwas Lebensmittel, etwas Medikamente, eine große Menge Waffen, eine Menge Teile. Hier kann ich nicht mehr her, da werde ich gleich angegriffen. Hier werde ich auch angegriffen. Lebensmittel brauche ich im Moment nicht. Ich würde sagen, wir versuchen es jetzt hier. Mit ihr. Ich muss jetzt ins Doppelhaus. Das geht nicht anders. Und du bekommst... Hast du das Messer verbraucht? Nee. Du bekommst das Messer mit. Und wie das genau dann aussieht, das sehen wir das nächste Mal. Auf bald wieder. Danke fürs Zusehen.